Also der Tyson Fury gegen Wilder ist schon mal ist der Tyson Fury klar der bessere Boxer gewesen. Er ist schon 2,6 Meter gross, was sehr gross ist. Und er hat einfach die längere Reichweite gehabt und ist inzwischen auch besser trainiert gewesen. Und so ist es eigentlich ganz klar gewesen, dass der Tyson Fury gegen Wilder gewonnen hat. Weil der Grössenunterschied ist schon ziemlich gross gewesen. Und der Wilder hat einfach müssen einstecken und hat verloren. Durch ein technisches KO. Aber es gibt ja sicher aber wieder eine Revanche. Und nachher werden wir sehen, ob der Wilder inzwischen wieder besser trainiert hat und gegen Tyson Fury etwas ausrichten kann. Bin ja gespannt, ob der Tyson Fury den Weltmeistertitel behalten kann oder nicht.